Elektrische Flugzeuge. Sie sind leiser, verbrauchen kein Kerosin und auf Dauer vielleicht sogar günstiger. Soweit das, was die Branche verspricht. Wir schauen uns heute mal die Hintergründe an und decken die Probleme vom elektrischen Fliegen auf. Und damit willkommen bei Breaking Lab. Jakob hier. Los geht's! Über 215 verschiedene Modelle von Elektroflugzeugen befinden sich gerade in der Entwicklung und werden auch fleißig getestet. Dabei werden mehrere Methoden zur Elektrifizierung ausprobiert. Einige Unternehmen, die entwickeln komplett neue Flugzeuge, während auf der anderen Seite Firmen bereits genutzte alte Flugzeuge auf die neue Elektrotechnik umrüsten wollen. Bei dem sogenannten Retrofitting sollen dann die bisher genutzten Antriebe gegen elektronische Motoren ausgetauscht werden. Das ändert allerdings auch die Gewichtsverteilung und Aerodynamik des Flugzeugs. Und beides sind große Faktoren, wenn es darum geht, so ein riesiges Metallding in die Luft zu bekommen. Bei kleineren Flugzeugen mit einem Motor ist dies aber kein allzu großes Problem. Im Juni hat die Firma Magnix nämlich bereits erste Testflüge mit einer umgerüsteten Kleinmaschine durchgeführt. Laut Magnix soll die von ihnen benutzte Retrofitting-Technik in einigen Jahren so stark sein, dass auch die ersten Flüge mit Passagieren möglich seien. Bisher schaffte es die Maschine nämlich erst 30 Minuten in der Luft zu sein, während nur der Pilot im Flieger war. Auf der anderen Seite versuchen Flugzeughersteller, die Probleme mit Gewicht und Aerodynamik zu umgehen, indem sie direkt komplett neue Flugzeugtypen entwickeln. Aber anders als beim normalen Flugzeug müssen die Elektrovarianten die ganze Zeit riesige Batterien mitnehmen. Und bevor wir weiter im Text machen, schaut mal bei Instagram vorbei, da packe ich momentan jede Menge Fakten raus und Stories und ganz viele andere tolle Dinge. Und ich würde mich darüber freuen. An der Stelle mal ganz kurz Dankeschön an den Sponsor vom heutigen Video, weil sonst könnte ich diese Videos nicht machen. Und das ist diese Woche Vivid Money. Ja, und diese Metallkarte, das ist etwas, was ihr kriegen könnt, wenn ihr da Mitglied werdet. 3 Monate lang könnt ihr das Ganze kostenlos machen, dann kriegt ihr diese Metallkarte, die komplett detailfrei ist. Das Ganze wird mit eurem Handy verbunden, es gibt eine App, mit der ihr alles machen könnt. Außerdem könnt ihr Cashback-Prämien weltweit sammeln. Zum Beispiel kriegt ihr bis zu 10% Cashback mit euren täglichen Einkäufen und ihr könnt bis zu 20 Euro im Monat mit dieser Karte dazu verdienen. Das Ganze ist mit einer App verbunden, darüber ist euer Konto auch gesichert. Ja, und es ist natürlich eine super leichte Bedienung, also ihr könnt alles in der App steuern und euch anschauen. Also vielen Dank an den Sponsor, dass er das Video hier möglich gemacht hat und halt auch andere Videos, weil so kann ich das Ganze hier nur finanzieren. Und vielen Dank an euch, dass ihr euch kurz die Zeit genommen habt, das Ganze angehört habt. Und wenn ihr Interesse habt, dann schaut mal in die Videobeschreibung, da habe ich den Link reingepackt, da könnt ihr euch dann alle weiteren Infos holen. Und googelt auf jeden Fall auch mal, weil zum Beispiel beim Handelsblatt gibt es einen Artikel dazu. Das finde ich immer ganz sinnvoll, wenn man sich solche Sachen anschaut, dass man sich damit auch kurz mal auseinandersetzt, bevor man irgendwo einen Vertrag abschließt. Ja, und diese Flugzeuge, die sind von vornherein schwerer und das muss mit einberechnet werden. Im normalen Flugzeug nutzen wir ja Kerosin. Durch das Verbrennen des Kerosins wird vom Triebwerk angesaugte Luft verdichtet und nach hinten heraus gepustet. Und daher bekommt das Flugzeug seinen Schub. Der Vorteil bei dieser herkömmlichen Prozedur ist, dass das Flugzeug durch das Verbrennen vom Sprit auch immer leichter wird. Das heißt auch, dass wenn das Flugzeug weniger Sprit getankt hat, es auch weniger insgesamt verbraucht. Denn ein leichtes Flugzeug, das braucht ja auch weniger Antrieb, damit es fliegt. Und genau das ist halt nicht der Fall bei elektrischen Flugzeugen, denn die brauchen ja ebenfalls ihren Treibstoff, nämlich Energie, also Strom. Wenn der Pilot dann im Cockpit das Flugzeug beschleunigt, verhalten sich die Elektroturbinen wie riesige Ventilatoren und sorgen dadurch für den Schub. Die Energie, die die Motoren dann brauchen, werden in riesigen Akkus gespeichert, wie beim Elektroauto halt. Und wenn die Energie dann in den Batterien geringer wird, dann ist das Flugzeug immer noch gleich schwer. Wenn wir uns jetzt vorstellen, dass wir zwei Flugzeuge haben, die gleiche Menge an Energie in ihrer eigenen Kraftstoff zur Verfügung hätten, dann würde das Elektroflugzeug weniger weit damit fliegen können. Alles nur wegen dem Gewicht der Akkus. Für größere Reichweiten bräuchte das Flugzeug also auch mehr Energie und dadurch größere Akkus. Das am weitesten verbreitetste Verkehrsflugzeug, die Boeing 737, ist ohnehin ein sauschweres Teil. Um genau zu sein, ist die neueste Version, die 737-800, alleine im leeren Zustand schon 41 Tonnen schwer, also so schwer wie knapp 20 Teslas. Daher dürfte es noch weitaus länger als 40 Jahre dauern, bis komplett elektrische Langstreckenflieger realistisch sind. Bis dahin soll die Technik einen ordentlichen Sprung gemacht haben. So sollen Akkus immer kleiner werden und dabei eine höhere Leistung durch neue Verfahren haben, wie zum Beispiel durch Schwefel-Lithium-Batterien oder sowas. Was allerdings schon in den nächsten 10 Jahren passieren wird, ist die Teilelektrifizierung von Flugzeugen. Modelle wie Wright One von Wright Electric und dem Billigflieger EasyJet sollen schon ab 2030 regelmäßig auf kurzen Strecken eingesetzt werden. Forscher sind sich nämlich einig, dass sich zunächst bei der Antriebswende bei Flugzeugen das Ganze auf Hybridtechnologien spezialisieren wird. So ein Hybridkonzept, das hatte der Hersteller Airbus schon 2014 auf der internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung der ILA unter dem eFan vorgestellt. Im Prinzip werden bei solchen Flugzeugen mehrere Elektroturbinen für den Start und die Landung genutzt.
Wenn dann aber das Ding schon im Himmel ist, wird es hauptsächlich von einer herkömmlichen Kerosinturbine angetrieben. Dies ist möglich, da das Flugzeug dann weniger Kraft braucht. Denn wenn ein Flugzeug schon mal im Himmel ist, dann braucht es halt weniger Schub, um sich weiterhin fortzubewegen. Das wird vor allem durch die Aerodynamik des Flugzeugkörpers möglich. Aber wenn wir schon über Elektroflugzeuge reden, warum denken wir nicht auch über Solarflugzeuge nach? Ich meine, es ist nur logisch, denn wir nutzen ja bereits schon seit langem Solarpanels, um die Energie der Sonne für uns zu nutzen. Ich mach's mal kurz, es hat einen Grund, warum wir nicht darüber hören. Wir könnten zwar Solarpanels auf den Tragflächen von Flugzeugen platzieren, aber nicht die Turbinen antreiben. Das liegt daran, dass die Konvertierung von der Sonnenstrahlung nicht effizient genug ist. Und unsere Menge an Platz ist auf den Außenhüllen von Flugzeugen auch nur begrenzt. Zusätzlich gibt es weiterhin das große Problem mit den riesigen Speicherakkus im Flugzeug. Das Flugzeug wäre also zu schwach und zu schwer, um damit überhaupt den Boden zu verlassen. Daher ist diese Technik eher für Drohnen und unbemannte Flugzeuge interessant, die lange im Orbit um die Erde kreisen und wo Geschwindigkeit nicht so wichtig ist. Das hat bereits 2018 das Unternehmen Airbus mit ihrem Flieger Sapphire S bewiesen. Denn das ist ganze 26 Tage in der Luft geblieben und tatsächlich wird diese Technik auch bald serienmäßig eingesetzt. Das britische Verteidigungsministerium, Militär lässt grüßen, hatte damals vom Flugzeugbauer Airbus bereits mehrere Drohnen von diesem Typ angefordert. Und das ist natürlich auch ganz logisch, die können dann zur Aufklärung in Krisengebieten genutzt werden oder zur Bereitstellung von Internet, also haben sie schon ein paar Vorteile. Einer dieser Vorteile ist dabei, dass diese unbemannten Drohnen laut Airbus bis zu 3 Monate in der Luft bleiben können, ohne Wartung und komplett ferngesteuert. Und hier nochmal ein paar Fakten aus aktuellem Anlass. Laut einer Schnelleinschätzung vom MCC-Institut der Klimaforschung haben wir in den letzten Monaten durch den Stillstand der Industrie viel CO2 angespart. Ist ja logisch. Und CO2, das ist das Gas, das den natürlichen Treibhauseffekt der Erde beschleunigt. Wenn wir also viel CO2 in die Luft pusten, dann arbeiten wir aktiv daran, die Erde zu erwärmen. Neben der Industrie ist aber auch der Flugverkehr quasi komplett zum Erliegen gekommen. Und das hatte ebenfalls große Auswirkungen. Denn Flugzeuge sind weltweit für 2% des gesamten Ausstoßes an Treibhausgasen verantwortlich. 2% klingt nicht so viel, aber wenn man das insgesamt betrachtet, ist es schon nicht ganz wenig. Und bis 2050 soll es noch viel mehr Verschmutzung durch den schnell wachsenden Flugverkehr geben. Wenn sich nichts ändert, wird sich bis dahin der aktuelle Ausstoß an Emissionen durch Flugzeuge pro Jahr verdreifachen. Das ist schon ziemlich heftig. Es ist also sinnvoll, dass Flugzeuge mit elektrischem Antrieb kommen und gleichzeitig ist das auch sehr realistisch, wie wir jetzt gesehen haben. Allerdings nicht sofort und zum Anfang nur in Hybridform, wie bei Autos. Bis wir dann voll elektrisch nach Mallorca fliegen können, dauert es dann wohl vielleicht noch so 40 Jahre, aber nach Berlin wird es wohl tatsächlich reichen. Und wer weiß, vielleicht ist bis dahin die Solartechnologie auch noch ein Stückchen weiter als heute und dann kann man das alles zusammenfügen und hätte eine ganz neue Form der Verkehrstechnik. Ja, und ein anderer Bereich, der extrem wichtig fürs Klima ist, ist das Thema Ernährung. Und darum geht's hier. Also was wäre, wenn alle Veganer wären? Und zwar hat das krasse Umweltauswirkungen, aber auch Auswirkungen auf die Gesundheit und Kosten und sowas. Schaut euch das an, ist tatsächlich ein ziemlich spannendes Thema und ein sehr umfangreiches Video geworden.